Hallo, herzlich willkommen bei Andreas Triebacher, Personal Trainer aus Karlsruhe. Heute zum Thema, jetzt kommt's, gut zuhören. Den Spruch habe ich schon gehört, und zwar nicht nur einmal, in den letzten 30 Jahren habe ich schon oft gehört. Ich wandle mein Fett in Muskelmasse um. Ja, kann denn der zaubern, der gute Mann? Im Stöckchen, ding, meine Fettmasse ist Muskelmasse geworden. Was für ein Rezept. Das funktioniert nicht. Und zwar aus ganz einfachen Gründen. eigentlich müsste man es ja nicht besprechen, aber ich mache es trotzdem, weil eigentlich sollte es logisch sein. 10 Kilo Muskelmasse. Das dauert schon eine Zeit lang. Das heißt, je nach Körpertyp ist das ein Unterfangen, was sehr lange dauern kann, wenn es überhaupt beim einen oder anderen überhaupt möglich ist, je nachdem, was für ein Ausgangsgewicht er schon mal von Natur aus mitbringt. Kann das 3, 4 Jahre, sogar bei manchen 5 Jahre in Anspruch nehmen. So lange braucht man aber nicht, um 10 Kilo Fett abzubauen. 10 Kilo Fett kann man zum Beispiel, wenn alles gut läuft, könnte man in 20 Wochen abbauen. Das ist möglich. Das ist möglich, zwar kernig, aber ist möglich. Aber in dem gleichen Zeitrahmen die Menge Muskelmasse aufzubauen, ist nicht möglich. Es ist unmöglich, ganz einfach. Da muss man länger drüber reden, das ist unmöglich. Das ist auch unlogisch, macht man nicht. Also, und dann geht's her, ich baue als erstes einmal Fett ab. Weil die meisten Menschen, die haben einfach ein zu dickes Männchen an. Weil die Winter bei denen wahrscheinlich 11 Monate lang sind und nur einen Monat Sommer. Deswegen essen die immer viel, dass sie ein bisschen warm haben und kuschelig. So, und das muss man jetzt erstmal runterkriegen. Und wenn man es runtergemacht hat, dann sieht man ja schon, was unten drunter ist. Dann erkennt man auch schon den einen oder anderen Defizit. Das Brüstchen ist ein bisschen klein, die Schultern hängen ein bisschen nach vorne. Somit weiß man es denn, naja, hier kann man ein bisschen arbeiten, da kann man ein bisschen Aufbau betreiben, mehr oder weniger Aufbau, je nachdem, wie viel Zeit der gute Mann investieren und die gute Frau investieren kann. Und dann erreichen wir Step by Step irgendwann einen schönen Körper, aber nicht in 20 Wochen. In 20 Wochen geht es nicht. Da haben wir vielleicht mal das Fettmännchen abgelegt, aber der Rest dauert ein bisschen länger. Deswegen, ihr Lieben, einen guten Tipp, es ist nicht möglich, Fettmasse in Muskelmasse umzuwandeln. Unmöglich. Das war schon Andreas Triebacher, Person aus Karlsruhe. Bis bald.